Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lucifer's Call. Wir haben hier aufgehört im Weißen Tempel 2. Und ich werde mal ganz kurz gucken wegen den Heilungen. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir uns den Weg gemerkt haben. Falls wir sterben sollten. Wartet mal, welchen Marathama haben wir drin? Okay, wir haben Geist, haben wir drin, haben wir Todes, haben wir auch. Vertreiben haben wir nicht, falls der Vertreiben macht. Vertreiben. Ist aber anfällig gegen Tod. Wei, ist doch scheißegal, wir sind gegen Dings für immun. So. Da hätten wir noch was anderes hier. Ah, vertreiben. Wir haben mal den. So, der hat auch einen guten Wert eigentlich. Weil Glück brauche ich gerade nicht. So, was haben wir eigentlich hier an Fertigkeiten? Sukuya haben wir noch. Okay, Ilunga ist, glaube ich, jetzt. Ach ja, Kukai, ja, da erhöhen wir unsere Verteidigung. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, der hat auch natürlich so einen Scheiß alles. Der hat natürlich auch sowas. Perfekt. Zur Not müssen wir Daisuyu wieder reinnehmen. Ist aber, denke ich mal, kein Problem. Wir werden mal sicherheitshalber noch einen Nahkampf machen. Also ich habe wirklich bloß so trainiert. Und ich habe übrigens mitgekriegt, dass es scheißegal ist, wie viel Codierung ich benutze. Die Dateien bleiben gleich groß. Also von daher hat sich das leider nicht gelohnt. Wir müssen oben bestimmt etwas laufen. Are you ready? Und meine Heizung geht gerade an. Ja, er ist natürlich schwach dagegen. Jawoll. Ich überlege, ob ich den gerade auswechsle. Weil ich habe keine Lust, dass er mein Geld verballert. Moment. Bei Suyu. Das hat nämlich schon beim Trainieren sehr häufig gehabt, dass Titania Polympa gemacht hat. Und natürlich welche erwischt hat, die natürlich schwach sind, weil ich auch ein bisschen was anderes trainiert habe. Und ja. Das war natürlich jetzt richtig, richtig schlimm dann. Weil ich hätte so mindestens 40.000 habe ich verloren an Yen. Die ich wirklich nur dadurch bekommen habe, dass ich da trainiert habe. Ich versuche das mit dem Tunnel noch hinzubekommen, aber ich kriege das irgendwie nicht so gut hin. Ich habe mir jetzt ein Video entdeckt. Also ich muss mein altes Video mal gucken. Den konnte ich übrigens auch schon machen, den Typen da. Au, oh, der ist gegen Dings. Okay. Da müssen wir gleich aufpassen. Chaosklinge! Habe ich das euch wenigstens mal gezeigt? Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Wir springen. Angreifen. Auf jeden Fall überspringen. Ich habe gar nicht gesehen, dass die HP so niedrig sind. Mal schnell hochheilen. Was mache ich jetzt? Das hier stärken vielleicht? Natürlich dumm jetzt hier. Ich brauche den roten Reiter. Nehmen wir mal dich weg kurz. So. Oh, oh, negiere ich das? Oh. Tut mir aber leid. Nord. Attacke Meditation. Sehr schön. So, dann zeige ich euch mal meine Power Armor. Guck mal, ob der gegen Feuer schwach ist. Als hätte ich's geahnt. So, müssen wir leider ein bisschen überspringen. Jawohl. Sehr schön. Ach, echt? Euer Ernst? Echt euer Ernst? Mann. Komm, da Sie, geh mal weg. So, Attacke. Oh oh. Jawohl, natürlich betäuben. Scheiße. Mann, ey. Das ist nochmal ätzend wird hier gerade. Springe ich mal lieber.
weil er nämlich immun ist gegen Vergeltung. Attacke! Schluss hier! Oh. Hoffentlich kriege ich keine 10.000. Ja, du bist... Da haben wir, glaube ich, jemanden. Ja. Und zwar unsere gute alte Hofpixie. Wir haben so viele Lebenssteine und Perlen. So, wir müssen auch ein bisschen geheilt werden. Auch mal Bisaka kennen. Na egal. Ach, ich glaube wegen dem Level ab. So. Wir natürlich nichts dem Zufall überlassen. Okay. Aber ich hab wirklich das Gefühl, dass wir oben noch ein bisschen laufen müssen. War das natürlich jetzt ein bisschen dumm, was ich jetzt gemacht habe. Aber egal. Was haben wir jetzt? Wir haben... Negiert Magie. Ist natürlich geil. Okay. Okay. Dann auf. Du spürst, dass der Raum eine starke Macht ausstrahlt. Ja. Oh. Boom. Das ist der Nahrungsschrein. So viel Essen, bis ich platze. Hör auf, mich zu nerven, sonst fress ich sie gleich mit. Boom. Bestimmt haben sie ihn nur Boom sagen lassen, damit es auch wirklich so eine Boom. Oh, er schwört. Ja, super, sind wir bei Grünbärchen oder was? Das wird ein Spaß! Ich habe eine Ahnung, dass die gegen Dings immun sind. Ich probier's aus. Doch nicht. Okay. Ich steigere mal das Ausweichen. Okay, das haben wir nämlich jetzt zweimal. Achieve it. So. So, unsere Verteidigung steigen wir natürlich auch. Hellenbiker! Sehr schön. Das wird, glaube ich, ein bisschen heftig. Mal gucken. Ohoho! Gigantine. Immun! Jawohl! Ah, ist das geil! Ja! Ihr macht so viele verschiedene Sachen. Das ist richtig gut. Das gefällt mir. Ihr habt keine Chance gegen uns. Ach, ist das geil. Chaosklinge! Oh, sehr schön. Quit. Ja, super. Mamuto werde ich wahrscheinlich nicht testen können. Ich werde trotzdem ein bisschen die Verteilung noch erhöhen. So. Und Angriff. Ah, ich liebe diesen Höllenberg. Ich werde ihn auch wahrscheinlich in meinem Endteam drin dabei haben. So, wir werden noch mal ein bisschen die Verteidigung pushen. Und Fokus machen. Ah, das ist ja so, dass die anderen viel so lange überleben, ist heftig. Ah, was will ich denn? Oh, oh. LOL. LOL. Mein Team ist geil. Das kann natürlich auch darin liegen, dass ich extrem hart trainiert habe. Ah. Boah, 500. Weg mit euch. Schade, dass ich nur einen mit dunkler Macht habe gerade. Lächerlicher Boss. Geh mir aus dem Weg. Du hast die Magatam Adama erhalten. Die Atmosphäre um dich herum hat sich verändert. Nice. Und nun ist auch dieser Tempel schwarz. Du kannst Isamus Stimme hören. Du hast also zwei besiegt.
Bist wirklich stark. Bin ich froh, dass ich dein Freund bin. Wenn ich dein Feind wäre, wäre ich jetzt tot. Jetzt ist nur noch einer übrig. Gib nicht auf. Wow. Ja. Heftig. Wir haben es geschafft. Sogar sehr einfach. Suchen wir mal. Komm, glaube ich. Ja. Sehr nice. So, wir sind jetzt wieder hier. Ach ja, hier war das ja so. Ja, stimmt. Aber wir werden nochmal zurückgehen. Ich will noch ein paar Kisten öffnen. Ich weiß aber nicht mehr, wo die Kisten waren. Das ist ein Problem. Aber wie komme ich denn da hin, wenn die auch nicht mehr porten? Oder porten die noch? Wir müssen ja eigentlich noch porten, ne? Sonst komme ich doch gar nicht in manchen Kisten hin. Oder? Moment, ich muss nochmal mit Flacker was machen hier. Okay. Weil der Boss war ja wirklich sehr einfach. Ja gut, ich bin auch wirklich ein bisschen stark jetzt. Okay. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Wahrscheinlich muss ich jetzt irgendwie von oben runterspringen oder so. Aber ich komme ja nicht mehr in die Mitte herein. Ah, doch, würde ich rein. Doch, 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 doch. Ich würde reinkommen. Aber ich komme nicht mehr an diese Kisten da unten heran. Das finde ich ein bisschen komisch. Oder komme ich da irgendwie ran? Also in den Nebenräumen, wo ich ja vorhin war, da komme ich da gar nicht mehr ran. Are you ready? Boah, immer auf den. Es stirbt. Nicht. Ja, ich muss es echt machen, weil ich will wirklich diese Kohle behalten. Weil ihr seht ja, dass. Also, beziehungsweise, ihr habt gesehen, dass der eine Magatama. Siehst du ja gar nicht geschaut, was der Magatama kann, der neue. Ich soll da mal gucken. Oh. Na gut, erzähl. Ich habe mich immer auf die Güte vom Fremden verlassen. Dämonen entwickeln jede Menge Temperament. Wenn der Kakuzushi besonders hell am Himmel steht. Sie hören zwar die meiste Zeit nicht zu, aber es ist dennoch möglich, mit ihnen zu sprechen. Denn in dieser Zeit sind die Herzen der Dämonen ungeschützt. Schaffst du es, mit ihnen zu sprechen, kann etwas Gutes geschehen. Geht wohl. Ja, eigentlich kommt da immer so ein beschissener Tutorial-Text oder sowas. Und das ist ja. Das ist einfach nur. Die hat immer noch geportet. Aha. Okay. Bisschen nervig. Also, darauf habe ich jetzt keine Lust, auf dieses Spielchen. Das mache ich irgendwann mal, glaube ich. Also, alleine vielleicht sogar. Weil ich habe echt keine Lust, das jetzt für die Aufnahme zu machen. Halt. Ach komm, wir gehen mal ein bisschen rum beim schwarzen Tempel, oder? Ihr wollt ja ein bisschen Action sehen. 5000. 5000 ist ja lächerlich gewesen, eigentlich. Ah, diese scheiß Flugviecher hier. Kann ich übrigens auch verbinden. Das Besondere ist, dass ich ja hier wirklich weitermachen muss. Ey, euer Ernst. Ist, dass ich dieses eine Monster, was ich am vorhin meinte, mit dem schwarzen Frost, das brauche ich, weil ich auch mal irgendwann meine Monster verbessern will, also sehr, sehr stark machen will. Und dafür brauche ich dieses Monster, weil dieses Monster hat wirklich ein paar Fähigkeiten, die übelst krass sind, aber ich kriege das nur von so einem Trödler, also ja, nicht ein Trödler, so ein Händler. Im Amana-Netzwerk und das ist, glaube ich, im Fünfer drinne. Und wir sind erst im dritten. Das heißt, wir müssen den letzten Scheusal noch besiegen. Es fehlt nur noch einer. Und der ist aber storybedingt. Also der kommt uns später auf dem Weg. Also der kommt immer, egal was ihr macht. Und ja, den müssen wir dann besiegen. Und dann können wir
durch das vierte durchgehen und dann weiß ich gar nicht, wie läuft denn das? Ist denn das. Was ist denn hier eigentlich hier? Ist dann nach dem vierten dann Schluss oder wie? Oder werde ich da reingeportet oder wie läuft das? Weil eigentlich ist das ja schon ein bisschen komisch, weil wir haben ja dann alle mal, also wir haben ja dann alle Kandelabers und da muss ja irgendwas kommen, weil ja. Weil wir können dann nicht. Ach so, Moment, wir haben noch unseren eigenen. Stimmt. Unser eigener ist der letzte. Stimmt das eigentlich? Es muss eigentlich stimmen. Unser Ausweis. Kandelaber, das im Seffel den sechsten Platz ein. Wir haben, genau, wir haben den hier nämlich, den Kandelaber der Herrschaft. Das war nicht unser. Schönheit ist von der Mieze. Den haben wir noch gar nicht eingesetzt. Können wir dadurch vielleicht zum vierten durch? Weiß gar nicht. Achso, wir wollten ja nachgucken hier. Adama, ne? Nee. War das Adama, was wir kriegen? Ja, Blitzangriff. Elektro und anfällig gegen Stärke. Hat nur drei Fähigkeiten, ist ein bisschen, ne, langsam, ein bisschen schwach. Den mag ich sehr gerne. Den Bimama. Der ist interessant. So. Dann werden wir uns mal hier ein bisschen umschauen. Ach, das ist der rote, Entschuldigung. Nicht der schwarze. Im schwarzen waren wir ja schon, stimmt. So. Ja. Ich schaue mir gerade das mal auf dem Laptop an. Das sieht ja sehr. Ja, sehr rot gehalten aus. Auch etwas einsam, finde ich. Ich finde auch schade, dass du so wenig. Oh. Was ist das denn? Hä? Okay. Was soll das? Muss ich da irgendwas benutzen? Irgendeine Fähigkeit oder sowas? Oder. Ah! Seelen. Okay. Gucken. Hier herrscht eine grausame Göttin, die Blut mag. In ihrer Schattenwelt saugt sie Eindringlingen das Blut aus. Hüte dich vor den Schatten. Ach nee, das ist wahrscheinlich so ein verfluchter Raum, oder? Also sowas ähnliches. Wie im Amana-Netzwerk. Hey, wo bin ich? Das tut weh. Au. Lass mich raus aus den Schattenwelt. Hier sind überall Fallen. Das tut weh. Mit Licht käme ich hier raus. Aber wo finde ich Licht? 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 Oh, scheiße. Nein! Okay. Musik hat sich wieder verändert. Eine böse Mischung. Eigentlich ist die Musik total lächerlich, ey. Kann hier nicht verwendet werden, okay. So, jetzt sind wir in der anderen Welt irgendwie. Es tut weh, au, lass mich raus, bla bla. Du bist auch hier, ja? Ich verstehe. Dann suche nach Licht. Moment, ich weiß, wo Licht ist. Achso, da komme ich da wieder raus. Achso. So ist das. Ah. Ja, alles klar. Ich verstehe, was jetzt das mit dem Licht auf sich hat. So, wir werden aber trotzdem mal hier ein bisschen hier unten uns anschauen, was hier alles so ist. Wir müssen Licht suchen. Das Geile wäre, wenn es jetzt wirklich so wäre, wenn das, desto mehr Schaden wir hier bekommen, desto stärker wird der Boss. Das ist ja richtig geil. Oder? Na naja, gut, ein bisschen. Das ist nicht zu krass, glaube ich. Aber es wäre ja zumindest interessant, oder? Was meint ihr? Ja, das finde ich auch lächerlich, dass es nicht überall ist. Aber wenn sie mir schon was abzieht, dann aber bitte richtig. Wir sind ja auch hier auf schwer. Also von daher. Wow. Ach so, scheiße, jetzt muss ich schon den ganzen Weg lang gehen. Mist. Egal. Wir packen das schon. Suche das Licht! Oh mein! Diese Fallen! Fallen tun mir gar nicht weh. So. Ein Schatzwürfel! Eine Perle! Okay. Ach, wir sind ja. Scheiße, wir sind ja hier. Stimmt.
Oho, das Licht. Gut, gehen wir mal ins Licht. Okay. So. Da, ja. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen easy, oder? Wie das hier so gestaltet ist. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass uns diese Hand aus dem Boden nicht rauszieht. Okay, hier ist auch nichts. Wahrscheinlich ist hier in der Unterwelt eine Kiste oder sowas. So. Versuchen wir es doch einfach mal. Gehen wir einfach mal hier durch. Ah ja, stimmt. Müssen wir dann nochmal hier durch. Oh Mann. Das war gar nichts. Oh. Ich habe mich wieder diese bösen Schatten gegriffen. Ach ja, super. Oh nein, böse Musik. Lass mich in Ruhe. Oh, eine mystische Truhe. Jetzt habt ihr es mal. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier zurückkomme. Gucken wir uns hier ein bisschen um. Hier ist auch noch eine. Ach, hier ist ja gar nichts. Oh, super. Aber wahrscheinlich kommen hier gleich Gegner. Weil ich hier wieder nur dumm rumlaufe. Schauen. Direkt. Voll. Und eine mystische Truhe öffnen, bitte. Bewegungsrauch. Sehr schön. So viel Schaden macht das aber echt nicht. Obwohl, ich habe 700, ne? Also 734 Leben. Das ist extrem viel, finde ich. So, da kommen wir wieder zurück. Ah, super. Oh. Eins, zwei oder drei. Oder vier oder fünf. Welches Türchen darf es denn sein? Ich nehme das hier. Ich glaube, das war richtig. Autsch. Gehen wir hier ein bisschen rum. Da ist auch eine Tür. Ja, das war richtig, glaube ich. Lol, sogar die richtige Tür erwischt, ey, beim ersten Mal. Krass. Ach nee, das wird wahrscheinlich alles richtig gewesen sein, oder? Naja, egal. Wollen wir mal schauen, ob jetzt hier schon der Gegner kommt? Kann ich mir gut vorstellen. Schauen wir nochmal. Wir müssen runter. Das Warp-Gerät funktioniert nicht. Warum nicht? Ach, weil wir in der Schattenwelt sind, oder? Kann es sein, dass es daran liegt? Ja, 100 Pro, weil wir in der Schattenwelt drin sind. Oder? Habe ich recht? Autsch. Ja, 100 Pro, deswegen funktioniert es nicht. Ja, wie schade. Ja, super, wie schade, sagt er einfach bloß. Auch ein bisschen lame. So, aber wir haben sehr viele Heiler, sage ich euch. Tja. Das war hier unten. So, was passiert eigentlich jetzt, wenn ich hier eiskalt rausgehen würde? Wäre ich dann immer noch in der Schattenwelt? Wahrscheinlich nicht. Dann müssen wir hier unten lang. Und hier müsste das Licht sein. Jawohl. So. Wir müssen wahrscheinlich einmal herumlaufen. Okay, versuchen wir es einfach mal. Weil ich denke mal, dass wir den langen Weg gehen müssen. Ich glaube nicht, dass der kurze Weg der richtige sein wird. Versuchen wir mal einfach mal wirklich ein bisschen aufzupassen, wo diese Hände herauskommen. Und ich krieg langsam Hunger, habe ich gerade gemerkt. Und deswegen werde ich auch gleich etwas essen. Und zwar eine Pizza. Ich hätte lange übrigens keine Pizza mehr. Ich nehme auch komischerweise gerade zu. Das ist ganz gut. Weil das auch meine. Oh. Zurückwerfen funktioniert nicht mehr. Weil das ja auch besser ist. Weil ich wiege derzeit
70 Kilogramm. Und das ist richtig gut für meine Verhältnisse. Also ich habe schon 5 Kilogramm zugenommen, meine Freunde. Nein! Okay, meine Glückstür sozusagen war falsch. Oh, wir müssen aufhören. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Okay, wir sehen uns nächstes Mal wieder in der Schattenwelt von Lucifer's Call. Und bis bald, euer Kuma. Tschüssi, Lee.